Hallo, bonjour. In diesem Video stelle ich dir das Passé immédiat vor, die unmittelbar zurückliegende Vergangenheit. Für das Passé immédiat benutzt man den Ausdruck venir de faire quelque chose. In diesem Video wirst du die Bildung und den Gebrauch lernen. Es ist gar nicht schwer und eine sehr praktische Wendung, mit der du deine Ausdrucksfähigkeit enorm erweitern kannst. Das Passé immédiat wird sehr häufig verwendet. Voraussetzungen: Du solltest das Verb venir mindestens im Präsens beherrschen. Das Passé immédiat ist eigentlich kein eigenes Tempus, sondern eine Redewendung, die ausdrückt, dass soeben etwas getan wurde oder gerade etwas geschehen ist. Die Formulierung venir de faire quelque chose bedeutet also gerade, eben oder soeben etwas getan haben. Venir hat hier überhaupt nichts mit der normalen Bedeutung kommen zu tun. Es kann also nicht wörtlich übersetzt werden. Venir de faire quelque chose. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com